Also, junge Zauberstabfee. Gibt's aber keinen Drachen, oder? Also muss ich rein theoretisch so anfangen. Aha. Was hat's mit diesem Buch da auf sich? Okay, ich habe keine andere Wahl. Ich will wissen, was es mit dem Buch auf sich hat. Kapitel, du kannst Kapitel nicht abschließen. Und ich bin eingeschlossen. Nein! Okay, Junge. Junge? Zauberstab? Hey. Wie richte ich die Statue noch mal aus? Das mit dem mehr Details. Hat er Erleuchtung? Ja, das weiß ich. Ach, da kann ich. Ah. Steuerräder. Welche Steuerräder? Es gibt hier nur eins. Was? Nein, das war. Okay. Was? Ich wollte nicht aufgeben. Ah, ich weiß. Wie kann ich eigentlich ausrichten? Da müsste jetzt Zauberstab kommen. In welche Richtung muss es denn zeigen? Das kapiere ich nicht ganz, in welche. Und so war. Ach so! Und was jetzt? Jetzt muss ich wahrscheinlich da dran. Ah, ich dachte, ich muss zur Tür. Er macht so eine lange. Ja. Ich hab gar nicht. Aha. Ich hab alles. Ah, okay. Minzaroma. Eine Lederrüstung. Auch die brauche ich nicht. Ich dachte, ich muss zum Schluss zur Tür. Ich muss zum Ende des Kapitels. Ah, okay, jetzt ist mir das auch klar. Muss die Prüfung einfach bestehen.
Auf dem Weg traf der Junge die Fee einen neuen Gefährten. Das erste war der Hafenspielerin. Das ist doch Olivers Geschichte. Das habe ich mich gerade schon gedacht beim Anfang. Die wunderschönen Lieder bezauberten die Herzen der Menschen. Der zweite war ein tapferer Schütze, dank seines entschlossenen Wappens, Zauberers, bla bla. Der dritte war ein weiser Zauberer. Er nahm den Jungen in die Lehre und teilte ihm sein Wissen. Nicht mehr allein fand der Junge den Mut, sich den Kreaturen zu stellen. Gemeinsam sollten die Gefährten auf ihre Reise nach hier diese Kreaturen bezwingen. Harfe, Schütze, Zauberer, junge Kreaturen. Was ist das? Ich kann nur die Kreaturen um. Ne, ich kann. Okay. Harfe. Das ist wichtig. Schütze. Zauberer. Irgendwas ärgert meine Katze. Okay. Da unten lang, dann. Ach, er stellte sich den Kreaturen, von daher muss ich die zweimal drehen. Das ist wichtig. Das ist sogar Olivers Zauberstab. Noch viele Kreaturen bezwingen, ja. Ein Töpfchen Aroma. Drei Blätterkraut. Breites Hölzchen. Yes! Ist jetzt doch nicht so schwer, wenn du weißt, was du tun musst. Das böse Drachenfestung wird von vier Türmen geschützt, die es zunächst zu zerstören galt. Den ersten Turm zerschmettert der Zauberer mit einem Wort, den zweiten fällte der Schütze aus der Ferne. Daran kann ich mich allerdings noch nicht erinnern. Den dritten Turm stützt Krieger angefeuert von der Harfe klang. Den vierten Turm schließlich zerstieß die Fee mit ganzem Körper. Ja, Tröpfchen war schon eine Gewalt. Zauberer, Schütze, Krieger mit Harfe und Fee. Seine Türme und Macht beraubt kam der Drachen zum Kampf heraus. Und in dem Moment, als der Drache von seinem Schwachpunkt entgegenwand, sprach der Junge den heiligen Zauber. Das Juwel zersprang, das den Drachen Leben in sich band, und endlich war das Biest erschlagen, so kehrte der Frieden in die Welt zurück. Okay, nochmal. Ah nein, ich gebe nicht auf. Zauberer, Schütze. Ich habe kein Handy hier, ich will es gerade abfotografieren. Zauberer, Schütze, Krieger mit Harfe und die Fee. Ich frage mich noch gerade, wie soll ich denn da rüberkommen? Erst müssen wir nach rechts. Aber wie komme ich denn da rüber? Ich kann nicht springen. Das müsste ja so passen. Ah. Okay. Auslösen. Aber weiter komme ich dann auch nicht.
Ach so, jetzt kann ich wieder drehen wahrscheinlich. Ah. Wenn ich es mitnehmen kann, nehme ich natürlich mit. Muss ich sie einfach nur drehen und zum Schluss kommt der Zauberer nochmal dran, aber wie kriege ich den Zauberer dahin? Das war, glaube ich, schon ein Fehler. Nee, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, glaube ich. Ich glaube, jetzt habe ich es versaut, aber ich wüsste jetzt. Oder hätte ich sie auf den richten sollen? Okay, ich hätte die Harfe wahrscheinlich auf sie richten müssen. Das muss man aber auch erstmal wissen. Dass ich das so machen muss. Kann ich hier hoch? Nö. Mal gucken, was ich jetzt machen kann. So, rein theoretisch müsste das jetzt klappen. Die Frage ist, wie kann ich. Jetzt komme ich hier aber nicht mehr raus. Ja. Ja, weil ich nicht weiß, wie soll ich das lösen? Wahrscheinlich ist es voll einfach und ich komme bloß nicht drauf. Ich überlege gerade. Die Fee ist ja dann zu früh. Ich muss ja wahrscheinlich auch in der richtigen Reihenfolge sein. Blick noch los, wenn ich hier lang gehe. Auch da baue ich mich ein. Ich muss es erst drehen. Das heißt, ich muss an einem von beiden auf jeden Fall durch. Wenn hier noch eins wäre, wäre es super. Ich komme nicht drauf tatsächlich. Ich muss sie erst drehen. Das heißt, ich müsste ja hier oder hier drüber. Also sobald ich halt den verlasse, komme ich halt nicht mehr zurück. Und da muss ich einmal rundherum laufen. So oder so, ich bleib dann hängen. Das müsste eins eigentlich. Wenn eins von denen unzerstörbar wäre, von denen hier, von den Seitendingern, dann wäre es kein Problem. Also von denen und denen.
Aber ich muss erst an das Rad und dann darf ich es auslösen. Oder muss ich das? Ja, ich muss. Ich muss das erst drehen. Wenn das jetzt falsch ist, ja, dann hänge ich wieder an der Stelle. Und hier kannst du natürlich nicht drüber laufen, obwohl es problemlos möglich wäre. Ich versuche mal eine andere Reihenfolge, vielleicht geht das ja. Ich zerschmetter jetzt mal den Turm. Ich will mal wissen, ob das geht oder ob es dann heißt, nein, das ist falsch. Ne, ist falsch, ja. Ich komme an dieser Stelle nicht weiter, vielleicht. Ist auch irgendwas, was ich noch nicht bedacht habe. Das hier ist alles relativ leicht, aber an der Stelle komme ich nicht weiter. Eigentlich mag ich ja solche Sachen, in denen man ein bisschen überlegen muss. Das hier ist alles vollkommen leicht. Aber ich komme halt nur an der einen Stelle dadurch. Ich guck mal, was passiert, wenn ich das hier auslöse. Das hilft kein bisschen, das brauche ich dann halt später. Aber das hier kann ich irgendwie nicht lösen. Selbst wenn ich von rechts komme, komme ich dann nicht mehr weiter. Ich kapier's echt nicht. Ja, Schritt überdenken, aber für mich fehlt da was und ich kann es halt nicht mit nichts ausgleichen. Das ärgert mich, dass ich, selbst wenn noch alle da sind, selbst in der Theorie kann ich es nicht lösen. Wahrscheinlich ist es irgendwas, an das ich jetzt überhaupt nicht denke, was vollkommen leicht ist. Das Problem ist auch, dass ich da, dass ich auch wirklich runter muss von dieser Plattform, um das zu aktivieren. Wenn ich auf einer der Plattformen stehen bleiben könnte. Aber ich muss auf die mittlere Plattform und ich komme hier halt nicht durch. Stützt den Krieger angeführt oder Habeklagen. Denn danach komme ich problemlos weiter. Weil dann kann ich hier rechts rum. Dann laufe ich zur Fee hinter. Das ist gar kein Problem. Aber das hier kann ich. Das komme ich nicht klar. Und ich muss links. Irgendwie muss ich das über die linke Seite lösen. Oh, wartet mal. Nee. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich falsch mache. Da muss ich gleich nochmal schauen. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß, was das der Fehler ist. Der Fehler liegt wohl ganz anders. Der Fehler liegt nämlich darin, dass ich diese Kugel da hole. Das ist einfach nur eine Falle, dass du... Genau, da fehlt mir dann nämlich was. Ich muss das in einer anderen Reihenfolge machen. Auch das war falsch. Das war falsch. Wenn du wirklich alles holen willst, musst du das andersrum machen. Da lag schon der Fehler. Ich dachte, das ist voll einfach, aber nee. Du brauchst dir das einfach. Das ist einfach so fies, dass du das vorher schon, also an einer relativ frühen Stelle verbaust. So.
Hier, das war richtig. Die Kugeln, also entweder ich verzichte auf die Kugeln, was ich nicht möchte, auch wenn ich sie nicht brauche. Na, wenn ich jetzt schon mal so weit bin, dass ich es verstanden habe, dann möchte ich auch zu Ende bringen. So. So. Und ich darf nämlich nicht diesen Weg einschlagen, den ich gerade eingeschlagen habe. Sondern ich muss hier lang. Weil diesen Weg brauche ich gar nicht. Das ist auch nur eine Falle. So. Jetzt kann ich nämlich hier zurück. Muss das holen. Oder kann das holen. Und jetzt kann ich nämlich hier zurück und hab's gelöst. So, das müsste ich rein theoretisch hier lang. Den zerschmettert er. Und zum Schluss kommt der Junge gegen den Drachen. Und der steht ja schon richtig. Nein? Okay, er, was ist das da? Nein. Interessant. Ich will das schon richtig lösen. Aber wahrscheinlich hätte ich den Drachen nur noch anders ausrichten müssen. Ah, wir haben es gleich. Und ich muss mich dann auch gleich noch ein bisschen vorbereiten, damit ich nicht vollkommen affig in das Vorstellungsgespräch gehe. Ah ja, das wird eine eigene Folge hier, glaube ich. Wenn es so weitergeht. Ja, dann auf die Geisterkugeln verzichten. Oder auf die Kugelgeister. So, jetzt muss bloß noch der Drache richtig ausgerichtet sein, aber ich weiß nicht in welche Richtung. Wahrscheinlich noch. Ach so, da muss wahrscheinlich gegenstehen. Jetzt? Ja! Im Moment, als der Drache auf seinen Schwachpunkt entgegenwandte, ja, sprach der Junge einen Zauber. Geheimnis. Das ist wie fahrlich ein bisschen überzeugt. Scheint der Weg aus zu sein. Wo bin ich über dem Himmel? Des Mutes. Fülle dein Schwert mit all deinem Mut und stell dich dem Gegner. Das muss also. Wer wohl dieser Gegner ist? Ich selber? Aber ich darf auf jeden Fall speichern. Ich bin jetzt kaum weitergekommen. Level technisch. Das ist eine Art Arena. Heißt, ich muss gegen diesen Gegner kämpfen? Ein Affe?
bah, bah, der Fleisch, die fleischgewordene Mutprobe. Okay. Den soll ich alleine kämpfen? Der ist Level 14! Okay. Uiuiui. Okay, was habe ich denn da? Oh, schön, dass ich auch überhaupt nicht laufen konnte. Was? Alter! Das? Boah, ey, der Junge ist aber echt. Okay, ich versuche jetzt mal ein Hefebrötchen. Ach, das mit leicht satt heißt wahrscheinlich so viel wie. Ah, das ist echt eine Heilaura. Ich möchte, dass ihr mir hilft. Au. Bro! Wer hat mir ins Gesicht geschlagen? Weiß ich wenigstens, was es mit diesem Essen auf sich hat. Das hat nichts mit Mut zu tun, das hat eher was mit Kampfkraft zu tun. Oh, der ist gut. Oh, komm. Ich brauche eure Hilfe, Mensch. Uiuiui. Die Abwehr funktioniert echt super. Hey, wie hat er mich jetzt erwischt? Boah, ist das ein Kloppy. Mach dich kaputt, du. Irgendwas. Danke. Ich verlasse mich auf euch. Hat gut funktioniert. Uiuiui, das war ein übler Kampf. Kunstlederstiefel. Ah, oh, Gott sei Dank hatte ich Zeug dabei. Sieht so aus, als wäre es geschafft. Roland, Shanti. Evan Petty Whisker Tildrum, thou hast proven thyself worthy. A kingmaker shall be thine. Where is it? Oi! Don't be here, man! Huh. Was will denn dieser Winzling? Ist das ein Monster? Oh, the cheek!
Jetzt schlitzer mit 13. Ich bin ein stattlicher Wächter. Ich bin weder winzig noch sonst was. Noch so eine Frechheit und ich ziehe euch eins über. Hallo? Du bist der Wächter? Was schreibt man? Aber hallo, ich bin Remy. Freut mich. Dann hat Evan die Prüfung also bestanden. Und ist berechtigt, König zu werden. You went wrong there. Jupp, so ist das. Wenn man meine Gunst hat. Irgendwie habe ich mich hier völlig anders vorgestellt. Okay. Ey, ist jetzt ganz schön unhöflich. Wenn ich erstmal loslege, bin ich nicht zu stoppen. Zugegeben, und habe ich noch etwas. Egal, lass uns schnell den Pakt schließen. Hast du nicht zufällig so coole Paktutensilien mit, oder? Achso, Paktutensilien sind was Heiliges, also keine Waffen, mit denen ihr Monster blöd macht. Oh, ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Dieses Schwert und diesen Stab kann ich dann wohl nicht nehmen. Was ist denn sonst noch geeignet? Nimm, was dir lieb ist, aber mach hinter. Ah! Ja. Wie wäre es mit diesem Zweig? Also dann, Moment, Zweig? Ein Pakt mit einem Zweig? Ich werde lieber etwas anderes. Ach egal, hat die ausschließlich Wahl gelassen. Sieht ja auch einigermaßen robust aus. Hm. Wird schon passen. Also zum Pakt. Erstmal musst du den Zweig hochheben. Come on, come on. Los, los. This beautiful. Righto, my turn. Das, was du gerade gesehen hast, war ein Wächterband. Das ist die Verbindung zwischen König und Wächter. Das Wächterband. Ist das nicht ein bisschen dünn? Das sieht nicht besonders stabil aus. Naja, wir haben ja gerade erst angefangen. Wenn das Königreich wächst, wird die Verbindung zum Wächter tiefer und das Wächterband wird stärker. Dann sollten wir schleunigst mit der Gründung unseres Königreichs beginnen. Bin ich auch dafür! Das ist die richtige Einstellung, Mann. Achso, fast vergessen, ich habe noch was Cooles, das ich geben muss. Was Cooles? Was total Cooles, guck. Kampf-Equalizer. Was ist das? Eine Steinplatte? Eine Steinplatte? Ich habe ja vorher gehört, da schließe ich all meine wächterliche Kraft drinne. Ich nenne es den Kampf-Equalizer. Cool, was? Ist ein sehr nützliches Werkzeug, mit dem du dir verschiedene Vorteile im Kampf sichern kannst. Aha. Wenn du den richtigen benutzt, kannst du noch wirkungsvoller kämpfen. Das wird ein Spaziergang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Ahnung, was das Ding was bringen soll. Nur Geduld, Übung macht den Meister. Wenn ihr erstmal benutzt, werde ich es schon verstehen. Dann wäre der Pakt dazu geschlossen. Kehren wir erstmal zum Versteck der Luftpiraten zurück. Ja, und ich muss ausmachen. Ah, Frischluft. Mann, ist das lang her. Gut, dann lass uns den Postbericht erstatten. Okay, wir sammeln hier nochmal ein bisschen. Wir brauchen ja schließlich viel Material für... Wir brauchen viele Äpfel für unsere zukünftigen Wirbelapfelplantagen. Falls es die gibt, ich weiß es nicht. Und Gulden braucht man immer, um Häuser zu bauen. Und Federn für Betten, natürlich. Könnte natürlich sein, dass sie wirklich so sind, ich habe keine Ahnung. Und noch mehr Wirbeläpfel für unsere Plantagen. Und Kieselstein, viele Steine ergeben eine Mauer. Den Zement können wir ja für Geld kaufen dann. Es ist immer was anderes hier zu finden. Schnur zum Befestigen von Holz, auch ganz, ganz wichtig. Hier war doch auch noch was. Genau.
Noch ein Kieselstein. Man findet zwar ganz viel Mist, aber man findet was. Erinnert ein bisschen an Fallout 3. Vom Finden her. Überall auf der Welt gibt es Sachen zu finden. Auch wenn es Mist ist, aber du findest was. Ist ja auch ziemlich realistisch. Das Geld liegt auf der Straße. So, wie war das noch? Da fehlen mir noch Sachen. Statistiken. Spezialaufträge, Sprünge. Wow, ist ja schon 17 Kilometer gelaufen. Ein Gegner besiegt. Das sind Teile von Gegnern. Knuffikugeln, Hilfe von Remy. Scheiße, mal Zeit in eine. Partituren. So viele Sachen, die wir noch gar nicht kennengelernt haben. Oh ja. Gibt's auch irgendwann eine Statistik, wie weit ich vom Spiel bin? 50%. Was? Nein, war ein Witz. Nicht Pokémon, so fies. Ah, okay. Kam und schnapp. Es gibt's echt 100? Oder 150? 106 Knuffis gibt. Sauch und Lebendiger. Okay, trotzdem könnte ich doch irgendwie speichern. Hier. Dann muss ich jetzt mal eine kürzere Aufnahme machen. Nein. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Ni No Kuni 2 für heute. Ich sage Ciao, Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.